Rührende Motoren, heiße Rennen und coole Sprünge. Dort, wo Motorräder das Fliegen lernen, ist Motocross angesagt. Bereits zum 24. Mal pilgerten Motorsportfans am Wochenende nach Frauenstein, um die Maschinen zu bestaunen, aber vor allem natürlich, um die Fahrer anzufeuern, die Kopf an Kopf durchs Gelände bretterten. 97 Starter schwangen sich auf ihre Maschinen. Zu bestaunen gab es verschiedenste Motorräder und Quads in 8 Klassen. Das Starterfeld oder die Klassen sind breit gefächert. Sag mal, wir starten mit unseren Kindern. Das ist natürlich der Nachwuchs, das sind irgendwann die Großen. Und so wird das halt alles weitergegeben. Und so wächst das halt, dass es verschiedene Klassen gibt, dass auch jeder die Chance hat zu fahren. Der Hobbycross ist aufgrund der hohen Nachfrage über die Jahre immer weiter gewachsen. Das dürfte nicht nur die Fahrer freuen, denn mit der erweiterten Strecke und verschiedenen Schwierigkeitsgraden der Kurven und Hindernisse bieten sich den Zuschauern spannende und vor allem actiongeladene Rennen. Ich denke, Motocross ist jeder für sich selber verantwortlich. Jeder Fahrer kämpft für sich alleine, will natürlich der Beste sein. Und ich sage mal, Motorradfahren ist halt Lifestyle, das macht es halt besonders. Es ist über Jahre gewachsen, die Strecke ist gewachsen, der Verein ist gewachsen. Also es gibt viele Fahrer, die immer wieder gerne auch nach Frauenstein kommen und die dann jährlich auch da sind zu unserem Rennen. Das spricht ja für sich. Ein besonderes Highlight waren die Open- und 125er Klasse. Beide waren so stark besetzt, dass jeweils in 2 Gruppen gefahren werden musste. Und die Fahrer schenkten sich nichts. Die Zuschauer konnten sich über spannende Verfolgungsjagden und nervenaufreibende Überholmanöver freuen. Lokalmatador Leon Göhler konnte Gruppe 1 im Open für sich entscheiden. In Gruppe 2 lieferten sich Edward Hübner vom Enduro Lichtenberg und Pascal Sadeggi vom Team Enduro Fleischer aus Gelenau ein heißes Rennen. Im Endlauf der Open-Klasse gelang dann Leon Göhler die Sensation. Er lieferte sich ein spektakuläres Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem mehrfachen deutschen Enduro-Meister Edward Hübner aus Lichtenberg. Mit 772 Millisekunden Vorsprung raste Göhler um Haaresbreite vor Hübner durchs Ziel und konnte die Klasse somit für sich entscheiden. Im 125er-Rennen setzte sich Hübner dann ganz klar vor die Konkurrenz und sicherte sich den ersten Platz auf dem Treppchen. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen nun noch die Bilder der Siegerehrungen. Viel Spaß!